Hashtag United in Sound Tag 2. Schön, dass ihr auch wieder mit dabei seid. Ich habe einiges Neues für euch, ein paar Nüsse, die wir gemeinsam knacken können und viel schöne Musik. Also dann starten wir mit einer kleinen Wiederholung. Wir haben dieses irische Liedchen in seiner Grundform gelernt und haben es auf Bassknöpfen und den Dur-Akkorden bisher begleitet. Die Melodie klang bisher also so. Wir hatten Variationen, indem wir diese Zweiergruppen in der Melodie aufteilen in Einer- und in Dreiergruppen. Das könnt ihr alles schon wunderbar trainieren. Heute wollen wir aber ein bisschen weiterschauen und ich habe eine ganz neue Erfahrungswelt für euch. Bisher haben wir dieses Stück hier auf diesen heiter klingenden Dur-Akkorden gespielt. Schaut mal, was passiert, wenn ihr die alleräußerste Reihe auf dem Akkordeon XS nehmt oder die vierte Reihe in dem größeren Instrument, also mit eurer Hand. Eins weiter rutscht und darauf wieder diese Bewegung ausführt. Das Ganze klingt plötzlich. Das Ganze klingt plötzlich völlig anders, als wäre es aus einem anderen Kulturkreis. Für mich klingt es plötzlich zum Beispiel osteuropäischer. Es hat auch eher einen melancholischen Touch, manche sagen vielleicht traurig. Und diese Reihe nennen wir die Moll-Akkorde. Also der Unterschied zwischen Dur und Moll macht diese Helligkeit bzw. dieses Finstere. Wenn ihr jetzt eure Melodie in der rechten Hand spielen wollt, dann müsst ihr einen Finger beachten, der sich leider nicht so toll anhört, wenn ihr links und rechts wie bisher gehabt durchspielt. Und das ist euer Mittelfinger. Also schickt den hier auch auf die dunkle Seite der Macht von dieser Taste auf die nächst naheliegende schwarze Taste. Kleiner Schritt und schon könnt ihr die Fingerbewegung links und rechts beibehalten und könnt diesen Irish Song in Moll spielen. Wenn ihr nach unten rutscht, wechselt sich jetzt zwar der Finger ab, dass ihr hier nicht mehr den dritten habt, aber ihr müsst wieder aufpassen, dass diese Taste Pfui ist und dass ihr hier stattdessen die schwarze Taste nehmt und das Ganze schön verdunkelt. Zurück. Schluss dran. Ist das nicht fantastisch, wie wir am Akkordeon, also mit so kleinen Positionsänderungen, schon ganz, ganz andere Charaktere in unseren Fingerspitzen griffbereit haben? Ich habe wieder eine Übung für euch und zwar möchte ich jetzt, dass ihr lernt, diese Charaktere vorauszuhören und als Kreativwerkzeuge anzuwenden. Meine Beobachtung ist, dass Akkordeonisten oftmals zu sehr ihre Finger für sich arbeiten lassen. Also wir trainieren Stücke nach Noten, wir können dann irgendwann automatisch das abfeuern, was in den Noten gefragt war und vorgegeben wurde, aber wir sind ziemlich limitiert drin, wenn es darum geht, dass wir selbst Dinge erfinden. So was haben wir zum Beispiel schon trainiert mit dieser 2 plus 2 oder 3 plus 1 Übung, wo unser Kopf uns die Kommandos für die Finger gibt und nicht andersrum, dass die Finger einfach alleine vor sich hin wirken. Und jetzt wollen wir gezielt unser emotionales Musikverständnis einsetzen und unser Voraushören von Hell, Dunkel, Dur und Moll. Ihr habt also alle Kombinationsmöglichkeiten von Dur und Moll, könnt hier Formen bilden, wenn ihr möchtet, dass das statt einer Linie zum Beispiel eher so eine Dreiecksposition ist oder so eine L-Position, wo ein Finger ein bisschen absteht. L zum Beispiel in diese Richtung. Und ihr müsst nur darauf achten, dass ihr dann, wenn ihr eine Begleitung in Moll spielt, jedes Mal auch diese Taste anpasst. Versucht wieder nach jedem Takt euch ein Kommando zu geben und mal zu probieren, so durch dieses Stück durchzukommen und schon im Vorfeld
vorauszuhören, wie es sich anhören wird. Moll. Jetzt habe ich nach Dur. Nur der erste Moll, diese Position. Jetzt bin ich wieder auf Dur, also weiße Taste. Jetzt spiele ich nur den ersten als Mollakkord und danach auf Dur weiter. Umgedreht, den ersten als Dur, den zweiten als Moll. Und die ersten beiden als Moll und den dritten als... die ersten beiden als Dur und den dritten als Moll. Alles Moll. Alles Dur. Schluss dran. Ich spiele euch einfach mal eine Kombination von so einem Stück, wie es mir ganz gut angeordnet gefällt, mit dem Wechseln zwischen Dur und Moll. Also da kann man schon richtige Überraschungseffekte harmonischer Art und Weise erzielen. Und das versuche ich oftmals auch durch meine Art, wie ich es spiele, noch zu unterstützen. In dem Fall werde ich zum Beispiel oft leiser, wenn ich nach Moll gehe. Oder ich werde ein kleines bisschen langsamer mit meinem Tempo. Ich mache eine kleine Pause, um das einzuleiten. Das sind lauter solche Dinge, die auch helfen, dass ihr diese Moll- und Dur-Klangfarben in eurem Unterbewusstsein mehr verankert. Spielt das ein kleines bisschen bewusst und bald schon werdet ihr viel, viel freier damit umgehen und im Endeffekt auch, da wollen wir hin, wenn ihr mal einen Song hört oder wenn irgendjemand was spielt, automatisch schon wissen, ah, so wird es als nächstes klingen und so begleite ich das dann auf meinem Akkordeon. Das war jetzt also die Ebene von ein kleines bisschen Musik, Theorie und Harmonik. Ich habe in diesem Tutorial aber auch noch eine Bewegungsebene für euch, wo ihr euch ein bisschen mehr austoben könnt. Zunächst mal möchte ich, dass ihr fauler werdet. Wir haben jetzt bisher immer eine Fingerbewegung gespielt, die sich verdoppelt hat. Also zweimal eine Tonwiederholung. Und die lassen wir weg. Wir spielen also jeden Ton lang, breit. Weil wir nämlich diese Tonwiederholung jetzt mit unserem Balg machen würden. Wie funktioniert das, wenn wir die Finger liegen lassen? Und wir machen währenddessen einen Richtungswechsel im Balg, also wir gehen von Zug auf Druck, dann unterbricht der Klang und ihr habt automatisch eine Tonwiederholung, ohne eure Finger zu bewegen. Konzentriert euch dabei wirklich darauf, dass eure Finger lang drücken, dass ihr also erst den Impuls habt, zusammen mit dem Tastendruck den Balg aufzumachen, die Finger liegen zu lassen und währenddessen zu schließen und erst nach dem Schluss die Finger wieder wegzunehmen. Wenn man so möchte, haben wir hier also vier Schritte, die wir in einer Übung vereinen. Erstens, wir ziehen und haben diese Grundspannung, dann drücken wir die Finger runter, wir wechseln jetzt unseren Balg. Und im vierten Schritt lassen wir die Finger los. Ich empfehle euch, wenn ihr den Bellow Shake an diesem Beispiel trainieren wollt, dass ihr am Anfang ein bisschen einen Akzent, also eine Betonung, jeweils auf den Zug macht. Weil diese Bewegung immer mit der Fingerbewegung zusammenfällt. Durch das, dass ihr mehr zieht, als ihr drückt, wird euch das Instrument dabei aufgehen. Für die Übung ist uns das aber egal. Wir können danach ja unseren Luftknopf betätigen und den Balg wieder schließen. Und dass ihr dann als Kontrast, wenn ihr diese Bewegung drauf habt und das Gefühl habt, das läuft schon einigermaßen durch,
dass ihr dann versucht, Zug und Druck mal ganz gleichförmig zu halten. Dabei auch die Finger ganz lang halten und schön eng aneinander binden. Das ist also so ein konstanter, großflächig gedachter Klangbogen, trotz dieser Unterbrechung mit eurem Balk entsteht. Ihr könnt auch ein kleines bisschen experimentieren, wie ihr euren Balk dabei bewegt. Also ich habe meistens hier unten eine Achse, über die ich das Akkordeon so in dieser Bewegung drehe. Jetzt bei so einem kleinen Instrument kann man diese Achse eigentlich auch verändern, dass ihr wirklich versucht, am Anfang nur mal gerade zu öffnen und zu schließen. Und dass ihr dann mal probiert, wie es sich zum Beispiel anfühlt, eher so zu öffnen und zu schließen. Oder euer Handgelenk einfach in unterschiedliche Richtungen zu drehen und das mit der Auf-Zu-Bewegung zu verbinden, um dabei möglichst locker zu bleiben und diesen Bellow-Shake, diesen Schüttelbalg, konstant hinzubekommen. Ihr könnt natürlich auch wieder mit allem kombinieren, was ihr wollt. Also mir geht's so, dass ich oftmals solche theoretischen Übungen, wie jetzt zum Beispiel, welche Akkorde ich hier kombiniere und ob ich dann diese schwarze Taste brauche oder nicht, dass ich die gern mit einer Bewegung, die irgendwie mich motorisch auch herausfordert, verbinde. Wenn ich jetzt also den Bellow Shake soweit schon trainiert habe nach ein paar Tagen, dass der läuft, quasi als würde mein Motor hier angehen und das Akkordeon ganz automatisch in diese Bewegung versetzen, dann kann ich jetzt auch die Übungen zuvor da drauf setzen und habe somit noch mehr Trainingspotenzial und gleichzeitig noch mehr Kreativität, die da trainiert wird. Je nachdem, wie sportlich ihr veranlagt seid, schafft ihr es vielleicht sogar nicht nur eine Zweierteilung mit eurem Bellow Shake zu machen, sondern sogar eine Viererteilung. Ich empfehle euch, am Ende jeder Zeile trotzdem kurz diese Pause zu machen, ein bisschen Schwung zu holen und dann könnt ihr wieder durchschütteln. So könnte sich das im Ende also anhören. Das müsst ihr nicht die ganze Zeit machen, aber ich habe noch ein ganz witziges Spiel für euch, wo wir jetzt so einen Ritt-ähnlichen Rhythmus imitieren. Wir gehen also zurück zu dem, was wir als allererstes Hauptthema zum Irish Song gelernt haben. Das hat sich so angehört. Und wir behalten diese Fingerbewegung bei. Auf die Fingerbewegung setzen wir jetzt aber auf jeden Nachschlag, jeden zweiten Ton, diese schnelle Bellow Shake Bewegung drauf und dann klingt das Ganze so. So, wir wollten ja eigentlich was tun, um fauler zu werden. Stattdessen haben wir uns jetzt schon ganz kräftig hier betätigt. Ich habe am Ende nochmal eine Variation für euch, auch als kleinen Ausblick, was in den nächsten Lektionen kommen wird. Und dieses Mal kann sich unser linker Arm und unser Balk wieder ein kleines bisschen entspannen. Und wir lassen dafür unseren allerstärksten Finger arbeiten. Der hatte bisher nämlich noch gar nichts zu tun. Daumen hoch, euer Daumen, eure Nummer 1. Anstatt jedes Mal eine Tonwiederholung zu spielen, spiele ich jetzt in meiner rechten Hand eine Kippbewegung, sodass ich immer nach meinem Melodieton einen Daumen spiele, unabhängig davon, welcher Finger oben spielt. Ihr könnt euch am Anfang an eurer linken Hand ganz gut orientieren,
dass ihr mal schaut, dass diese Struktur noch beibehalten wird und zwischendurch jeweils der Daumen einmal hier unten tippt. So klingt das im ersten Stadium. Ihr könnt es auch wieder verschieben. Ich finde, da klingt der Daumen nicht so gut, aber man kann die Übung auch machen und den Daumen hier beibehalten. Und wenn ihr jetzt im zweiten Stadium eure Unabhängigkeit zwischen linker und rechter Hand noch verstärken wollt, könnt ihr versuchen, ob es euch gelingt, links die Tonwiederholung zu spielen und rechts anstelle dieser Tonwiederholung diese Kippbewegung auf den Daumen runter. Haben wir auch einen Schlusston für die rechte Hand. Hier kommt nämlich jetzt unser Daumen zum Einsatz. Wir haben jetzt also hier auch diese Parallelität am Ende aufgegeben. Und dafür einen wundervollen Schlusston für dieses Tutorial. Noch einen Tag mit diesem Irish Song. Ihr habt morgen nochmal die Möglichkeit reinzuschalten und weitere Variationsmodelle, die ihr auf andere Songs, Stücke und euer tägliches Training übertragen könnt, zu lernen. Oh mein Gott, was für ein langer Satz am Ende von so einem Tutorial. Am Donnerstag beginnen wir wieder von Neuem mit einem Song. Das wird auch tatsächlich nur ein Tutorial sein. Also da kommt ein ganz neuer Musikstil auch wieder rein. Wir gehen in unsere Reise weiter, lassen Irland hinter uns. Und ich freue mich auf die gemeinsame Reise mit euch. Schaut unbedingt auch mal rein, was die anderen Hohner-Artists so machen. Beziehungsweise holt euch wieder die Downloads. Ihr seht jetzt Irish Song 2. Gibt es ebenfalls wieder von Amusico mit Noten, mit Texte zur Anleitung. Die machen hier eine super, super tolle Arbeit im Hintergrund. Bis bald, euer Matthias.